und Entwicklung. Kultur- und Planungspolitik weisen zahlreiche historische Parallelen auf. Viele Utopien wurden fast zeitgleich für stadträumliche und kulturelle Strukturen. Dies mag auch für den Umgang mit Planung und Rahmensetzung auf der einen und Ergebnisoffenheit auf der anderen Seite gelten. Dabei hat die Stadtplanung sich bei ihrem Abschied vom Anspruch der Festlegbarkeit auch von einem namensgebenden Begriff distanziert. Also selbstverständlich, dass ein Bau neuer Siedlungen zuerst das Staatsnetz fertiggestellt wird, mit Bürgersteig und Straßenbelastung. Die freien Flächen und die Parkhochhäuser sind spätestens am Nachmittag voll belegt. Der zunehmende Gebrauch des Begriffs Stadtentwicklung trägt der Erkenntnis Rechnung, dass das Städtische nicht planbar sei. Die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung der Schränkung. Dass Urbanität, die sich laut dem Stadtsoziologen Hartmut Häusermann aus Heterogenitäten speist, zudem aus Unergründbarkeit, Geheimnissen, gemeinsamen Erzählungen, sich eben bestenfalls in bestimmten Rahmensetzungen günstiger entwickelt als in anderen. Die modernen Kaufhäuser liegen am Stadtrand in Richtung großer Parkplätze. Man kauft dort Geld für die ganze Woche ein. Die Bau- und Gesellschaftsvisionen der 1970er Jahre wirken heute meist naiv. Ihr Scheitern ist offensichtlich. Großkomplexe, homogene kleine Städte in den Großen. Also selbstverständlich, dass beim Bau neuer Siedlungen zuerst das Straßennetz fertiggestellt wird, mit Bürgersteig und Straßenbeleuchtung. Vereint hunderte Wohnungsinhaber, wodurch Entscheidungen sehr.